viel Eiweiß und Fett braucht der Mensch? Also hier beziehe ich mich jetzt erstmal auf den Erwachsenen. Beim Erwachsenen ist es so, der Erwachsene befindet sich nicht mehr im Aufbau. Auch ein Leistungssportler, wenn der sein Wettkampfgewicht erreicht hat, seine Wettkampfkonstitution, dann braucht er des Weiteren so gut wie kein Eiweiß und kein Fett mehr. Warum? Weil er sich nicht mehr im Aufbau befindet. Das ist ganz einfach. So, und warum ist es so? Ganz wichtig zu wissen ist, dass ja alle Nährstoffe im Körper in Transportform gebracht werden müssen. Bei der Verdauung, also das Transportsystem ist ja das Wasser, das Blut. Und wenn jetzt im Körper irgendetwas abgebaut wird, dann wird es nicht einfach ersetzt. Und also es wird schon ersetzt, aber nicht so, dass man essen muss, um das zu ersetzen, sondern wenn etwas abgebaut wird, wird es ja wieder in Transportform gebracht, damit es abtransportiert werden kann über das Blut. Und dadurch liegt es ja schon sofort wieder in der Form vor, die die Verdauung erstmal bewerkstelligen müsste. Und der Körper ist ja nicht blöd. Was macht er? Der recycelt das, der benutzt es wieder. Das kommt in die Leber, wird dann nochmal umgeformt, sodass es wieder für den Aufbau zur Verfügung steht und fertig. Und dafür muss man nicht extra essen. So, und das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, der natürlich bei dem Kind anders ist, weil es sich ja im Aufbau befindet. Aber auch da ist es so, dass es viel weniger braucht, als üblicherweise angenommen wird. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Okay, noch eine Information, ganz wichtig vorneweg. Wenn man mal guckt, wie das ist mit der Verdauung von Eiweißen und Fetten, dann stellt man fest, dass bei Eiweiß ein großer Teil in Wärme umgewandelt wird und nur ungefähr 25% nachher als Energie im Blut landen, also praktisch für den Energiestoffwechsel zur Verfügung stehen. Dieser Wert gilt im Vergleich zu den Kohlenhydraten aus Getreide, also das, was wir als Brot kennen. Also, wie gesagt, im Vergleich zu Kohlenhydrate. Bei Fetten sieht es noch schlechter aus. Fette werden ungefähr nur zu 10% verdaut, sozusagen, und um für den Energiestoffwechsel zur Verfügung zu stellen. Also wenn es nur darum geht, um Energiestoffwechsel für die Energie, und das ist ja bei dem Erwachsenen hauptsächlich der Fall, weil er, wie gesagt, sich nicht mehr im Aufbau befindet, ja, dann sind also 10% Wirkungsgrad. Das ist im Vergleich zu den Kohlenhydraten aus Brot oder aus Früchten oder wo auch immer her. Also das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Und deswegen kann man aus dieser Sicht für den Erwachsenen sagen, dass Eiweiße und Fette möglichst wenig in der Ernährung enthalten sein sollen, weil die eben ja, nur so schlecht verdaut werden. Und jetzt komme ich zu den Folgen, was es bedeutet, wenn man eben doch viel Fett und Eiweiß isst. Weil nur so wenig verdaut wird, bleibt natürlich bei der Verdauung entsprechend viel übrig. Das landet zum Teil im Klo. Es ist zum Beispiel so, dass die Mediziner sagen, also wenn, was sagen sie, ich glaube bis 10% oder wie war das? Oder 10, ja. Ich glaube 10% des Stuhls kann Fett sein. Das finden die noch normal. Und da frage ich mich, also wenn so viel dann im Klo landet, warum habe ich dann erst so viel gegessen? Ne? Bei Eiweiß sieht die Sache viel schlimmer aus, weil Fett ist nicht so interessant. Für die Darmflora zum Beispiel. Eiweiß ist für die Darmflora sehr interessant, viel interessanter. Natürlich auch Kohlenhydrate, aber davon wird sie nicht viel sehen, weil die werden ja gut verdaut. Wenn also bei der Eiweißverdauung was übrig bleibt, dann fällt natürlich die Darmflora drüber her. Und wenn man eiweißreich isst, hat man automatisch auch eine ganz andere Darmflora, als wenn man eiweißarm isst. Und immer dann, wenn man aufs Klo geht und es stinkt, dann war zu viel Eiweiß im Essen enthalten, weil nämlich gerade das Eiweiß, also die Verarbeitung von Bakterien, von überschüssigem Eiweiß, erzeugt eben solche Stoffwechselprodukte, die ziemlich kräftig stinken. Und das sind genau die, die den Stuhl zu einem Stinker machen. Und das ist sogar auch bei Kindern der Fall, bei Kleinkindern,
es ist auch so, dass die ziemlich stinkeligen Stinke haben. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die zu viel Eiweiß bekommen. Stellt euch vor, ja, so ist das. Also daran kann man das kontrollieren. Okay, so, viel Eiweiß und viel Fett in der Verdauung macht natürlich noch andere Probleme, von wegen Thema Übersäuerung und so weiter. Das soll hier nicht, das möchte ich hier nur andeuten, das ist ein Thema für ein anderes Video. Ja, das, was ich sagen wollte, speziell dazu, das habe ich gesagt. Und vielleicht, um einfach auch mal einen Wert zu nennen, also ich schätze, was natürlich sehr von der Darmflora abhängt, wenn ich also jetzt gerade umstelle meine Ernährung und habe viel Eiweiß und Fett zu mir genommen, dann habe ich natürlich noch eine Darmflora, die hungrig ist sozusagen. Und es kann schon sein, dass ich, wenn ich umstelle, dann erstmal, ich möchte nicht sagen, in den Mangel gerate, aber es könnte so aussehen, als bräuchte der Mensch eben doch mehr. Aber ich gehe mal jetzt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass schon jemand umgestellt hat, schon seit längerer Zeit, und Eiweiß- und Fettarm ist, also dieses High Carb und Low Fat zum Beispiel, dann schätze ich, dass er mit, also bestimmt unter 5 Gramm Eiweiß und ganz sicher auch unter 5 Gramm Fett pro Tag auskommt. Begründung war, wie gesagt, es geht nicht um die Energie, die bekommen wir viel besser aus Kohlenhydraten, sondern es geht rein um das, was für den Aufbau erforderlich ist. Zum Schluss noch ein Hinweis darauf, dass ich, wie immer, wenn mir noch was einfällt, werde ich das also unter dem Video vermerken. Ihr erreicht das, wenn ihr auf Info klickt. Und für größere Zusammenhänge und mehr Informationen habe ich auch schon ein anderes Video gedreht. Das nennt sich Die Gesetze der Ernährung. Auch dafür den Link schreibe ich unter das Video. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch inspirieren und informieren konnte und wünsche euch alles Gute.